Ja, schon Leute, ich bin's Trio Wahn. Ich chill gerade ein bisschen in der Küche zusammen mit der Molly. Sag mal hallo Molly. Ja. Und dachte mir, wir können mal anfangen, den nächsten Part der Collecting Tips Videoreihe durchzuziehen. Erstmal einleitend, es freut mich wirklich sehr, dass sich so viele Leute engagiert da zu Wort melden. Ich habe einen Aspekt in den Kommentaren ziemlich oft angetroffen, und zwar der Kostenpunkt, wo dann viele meinen, dass das ja mit den Spielen gar nicht so teuer ist. Da möchte ich nur kurz mein Statement zu abgeben. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass man nicht für die Spiele 60 Euro ausgeben muss. Das kann man durchaus auch anders machen. Aber ich denke mal, jetzt, wenn ich auch zur Last Gen zu sprechen komme, merkt ihr vielleicht, wie ich das ein bisschen meine mit dem teuer bzw. teurer. Gut, fangen wir mal an. Ja. System der Last Gen. Hab das jetzt deswegen direkt hinter die aktuelle Gen hinterhergeschoben, denn für mich ist die Last Gen so ein bisschen ein Spiegelbild in ihren Entscheidungskriterien, die man, sage ich mal, so einem Sammelneuling oder Sammelinteressierten geben kann, zur aktuellen Gen. Ein in meinen Augen Nachteil oder vielleicht, ja, ich sag mal, ein Kritikpunkt, den man sich bei der Entscheidung, ein Last-Gen-System zu sammeln, halt vorher überlegen sollte, ist halt genau das, was vorher bei der aktuellen Gen ein Vorteil war: die Technik. Das muss einem klar sein, dass man einfach keine aktuellen Spiele mehr da sich zulegt, sondern Spiele für ein älteres System. Ach ja, kurz nochmal. Also mit Last Gen ist jetzt gemeint PlayStation 2, Xbox und GameCube. Nur um das nochmal klarzustellen. Also dass man sich einfach keine Spiele für ein aktuelles System holt, sondern für halt eins aus der letzten Generation. Und das kann insofern für den einen oder anderen ein Problem sein. Denn es ist ja so, wir Menschen gewöhnen uns ja an Standards. Nehmen wir mal ein Beispiel. Früher sind zwar die Leute jahrzehntelang ohne Servolenkung gefahren und es hat sich niemand beschwert, sage ich mal, und sind damit klargekommen. Mittlerweile haben wir Servolenkung und jetzt ist es eigentlich vermehrt so, wenn jemand einmal ein Auto mit Servolenkung gefahren ist, dann möchte er nicht mehr ohne Servolenkung fahren, weil er sich einfach an diesen Standard gewöhnt hat. Genauso ist das auch mit Videospielsystemen. Man hat zwar immer den jeweiligen Standard jetzt nie das Gefühl gehabt, damals zum Beispiel, nehmen wir mal SNES oder N64, dass das scheiße ist, aber man gewöhnt sich natürlich auch an einen neuen Standard. Wir sind halt momentan den Standard der 256-Bit-Konsolen gewöhnt, und es gibt Leute, also da sind alle Spieler so unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben überhaupt gar kein Problem, ältere Konsolengenerationen zurückzugehen und da auch noch weiter drauf zu spielen. Und es gibt Leute, die einfach nicht mehr so weit zurückgehen können und ab irgendeinem Punkt, ich nenne das persönlich immer Augenkrebssyndrom, also sich ab irgendeinem Punkt denken, zum Beispiel Last Gen vielleicht sogar schon, nee, das kann ich mir optisch nicht mehr antun. Also ich habe einen Kollegen aus dem Bekanntenkreis, der wirklich sagt, alles unter Xbox 360 kann er sich einfach nicht mehr antun. Dann gibt es vielleicht so Leute wie ich, die sagen, also Last Gen, also jetzt in meinem Fall GameCube und PlayStation 2, habe ich kein Problem mit zu spielen. Also ich denke wirklich, wenn ich PlayStation 2 oder GameCube spiele, nicht, dass ich da irgendwie was total Altes spiele und dass das ach so scheiße aussieht und so. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, den man erwähnen muss, damit einfach sich der Sammelneuling sozusagen das von vornherein überlegen kann, ob er damit ein Problem hat oder nicht. Deswegen ist das in meinen Augen ein wichtiger Punkt, der mit in die Entscheidung berücksichtigt werden muss. Andererseits, und jetzt schließen wir sozusagen wieder ein bisschen den Kreis, gibt es natürlich noch den Punkt mit den Preisen.
Denn in meinen Augen sind einfach die Spiele für Last Gen sehr, sehr preiswert zu haben. Vor allem für PlayStation 2 und Xbox. Die kriegt man halt wirklich geldmäßig gesehen hinterhergeschmissen. Und das war eigentlich auch genau das, weshalb ich das sagen wollte. Also ich versuche die ganzen Videos ja so ein bisschen spiegelbildlich aufzubauen, weil ich einfach finde, dass vielleicht bei dem einen System, was bei dem einen System Pluspunkt ist, ist bei dem anderen System Minuspunkt und umgekehrt. Und ich habe halt nur mit Last Gen angefangen und konnte das deswegen in dem Zusammenhang nicht direkt erklären. Und es ist natürlich klar, dass man auch mittlerweile für unsere aktuelle Gen Spiele schon recht günstig bekommt, aber trotz allem bei weitem nicht so günstig wie Last-Gen-Systeme. Das ist, denke ich mal, klar und ich hoffe, dass ihr mir auch einfach mal zustimmt. Das ist zumindest einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn man sich jetzt wirklich mit seinen ganzen Ressourcen darauf stürzt, ein Last-Gen-System zu sammeln, dann kann man in meinen Augen wirklich ganz, ganz schnell, ja, sehr, sehr stattliche Ausmaße seiner Sammlung erreichen. Und das ist halt für mich der große Vorteil. Denn es ist ja bei diesem Hobby immer, beim Videospiel-Sammel-Hobby geht es ja darum, dass man, also es ist einem ja klar, dass man einen langen Zeitraum braucht, um eine große Sammlung zu erreichen. Und man muss einfach sich selbst für diesen Zeitraum irgendwie motivieren. Und dass man, sage ich mal, bei der Last Gen so schnell Erfolge sieht, das ist für mich ein Aspekt, der zum Beispiel für ein Videospiel-Sammeln-Neuling die nötige Motivation sozusagen schaffen kann. Dass der auch schon nach 2 Monaten sieht, hey, da sind jetzt mal 40 Spiele dazugekommen oder so beispielsweise. Also jetzt nur mal so als Beispiel. Das geht ja voran. Und das ist, wie gesagt, für mich der große Pluspunkt. Da möchte ich ja in dem Zusammenhang möchte ich halt eine kleine Anekdote mal loswerden. Vor ein paar Monaten ist ein guter Freund zu mir gekommen. Also ich habe einen Freund aus Dortmund, der besucht mich jedes halbe Jahr mal so ein paar Tagen. Als das letzte Mal da war, da war er natürlich auch so, sage ich mal, begeistert davon mit dem Sammelhobby, so dass ich quasi zu Hause so viele Spiele habe, dass man eigentlich immer was zu zocken hat, worauf man gerade Bock hat und so. Dieser Gedanke hat ihm natürlich auch gefallen und er meinte auch hier, Thilo, ich hätte eigentlich auch ziemlich Bock drauf, mal so ein System zu sammeln, aber ich habe eigentlich nicht so viel Geld, ne? Und da habe ich auch gesagt, dann ist wirklich ein Last-Gen-System genau das Richtige für dich. Das kannst du auch mit einem kleinen Betrag hochziehen sozusagen und hast einfach schnelle Erfolge. Und das ist, wie gesagt, für mich die große Stärke. Ich möchte hier auch noch nicht so viel zu den Preisen sagen. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich mich denn vor euch rechtfertige, könnte ich natürlich sagen, was ich mal für Schnäppchen gemacht habe in Xbox 360-Bereichen, was beispielsweise für die PlayStation 2 und so. Also, aber da möchte ich, wie gesagt, noch erst in den späteren Videos zu kommen, wo es dann wirklich um das ökonomische Einkaufen geht und das jetzt nicht vorwegnehmen. Eine weitere Sache, die ich noch ansprechen möchte aus sammlerischer Sicht, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die PlayStation 2 nehmen, ist das natürlich ein legendäres System. Also es tut sich kein Videospielsammler einen Zacken aus der Krone brechen, PlayStation 2 zu sammeln. Das ist das erfolgreichste Videospielsystem aller Zeiten, zumindest noch. Und hat einfach eine fantastische Spieleauswahl. Und da denke ich mal, ist wirklich für jeden was dabei. Der GameCube zum Beispiel ist für Videospielsammler wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant, weil er einfach zwar eine nicht so umfangreiche Spieleauswahl hat, aber dafür halt sehr viel exklusiver, weil es halt wirklich sehr viele Exklusivtitel gibt, was ja bedingt dadurch ist, dass Nintendo damals in Zugzwang kam, weil die unabhängigen Spieleentwickler re relativ wenig für den GameCube mitentwickelt haben und deswegen halt Nintendo einfach gezwungen war, um das Interesse am System zu halten. Sehr viele Exklusivtitel rauszubringen, was natürlich heute für den Sammler ein großer Vorteil sein kann. Ja, gut, ich hoffe, ich habe jetzt so das Wesentliche angesprochen, was man zur Last Gen sagen kann. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch wieder fleißig weiter mitdiskutiert und euch auch auf mein nächstes Video freut, was dann zum Thema Handhelden sein wird. Und ja,
Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Bis dahin, euer Tryvann.